Servus, ich bin Bernhard Bründel, 26 Jahre alt, beruflich Berechnungsingenieur und komme aus Neuburg an der Donau. Das ist 20 Kilometer westlich von Ingolstadt. Und das kleine blaue Bummel hier ist mein 2011er RS5 B8. Eigentlich soll es ein S5 werden, aber am Schluss hat dann doch die Vernunft verloren und es ist ein RS5 geworden. Aber ich kann es euch sagen, jeden Tag, wenn ich Garage aufmache, wenn ich einsteige, wenn ich Gas gebe, es ist einfach geil. Ohne Scheiß, es ist einfach geil und wenn ihr überlegt, man kann es einfach nur empfehlen. Es ist super. Macht habe ich jetzt noch nicht so viel, leider. Ich studiere neben dem Beruf noch und da ist nicht so viel Zeit übrig geblieben. Was jetzt bisher gemacht wurde, war eine Klappenabgasanlage. Federn sind reinkommen, Gewindefedern. Und halt ein paar Kleinigkeiten wie jetzt Radnabendeckel oder Logos und Embleme in Schwarz und LED-Innenraumbeleuchtung. Geplant ist noch einiges, das werde ich dann noch machen, wenn ich mal Zeit habe. Und ja, zum RS Quattro Forum bin ich eigentlich nur durch Googlen gekommen. Also ich habe mir gedacht, als ich meine RS dann hatte, ja, da gibt es doch bestimmt noch andere Leute, die auch nach Treffen und nach einer Community suchen. Hab gegoogelt und bin auf den Audi RS Club gestoßen. Hab mich dann angemeldet und wurde eigentlich direkt wärmstens empfangen und ich kann es euch sagen, also super Anlaufstelle für Audis, für Treffen, alles was um RS geht, einfach klasse. Man wird wärmstens empfangen, wenn man Fragen hat, es steht einem immer einen zur Seite und man kriegt eigentlich immer gutes Feedback von Leuten. Ja. Oh, 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 oh
Schreiner, fahre den R8, Baujahr 2009, V8. Habe angefangen mit Gewichtsreduzierung, Vorderachsantrieb raus, Fahrwerk geändert, leichtere Felgen, leichtere Sitze vom Porsche GT3 Original, Abgasanlage selber gebaut. In Summe sind das jetzt 60 Kilo, die er jetzt weniger wiegt zum Seriengewicht. Und das fährt sich jetzt mal schon ganz ordentlich. Bin seit 2011 im Forum, bin jetzt das dritte Mal hier. Und Treffen ist immer richtig super, schön besucht. Forum ist klasse, macht Spaß. Die Leute, wenn man Hilfe braucht, auch Freundschaften, so ein richtig gute draus geschlossen, ist echt super. Das freut einen sehr. Dann erstmal vielen Dank an Matze und das Orga-Team. Ich hoffe, dass das Treffen nächstes Jahr wieder stattfindet und dass wir wieder besseres Wetter haben, so wie es die letzten Jahre auch gewesen ist. Hi, ich bin der Kirk, ich komme aus der Schweiz, aus Bern, bin mittlerweile seit rund 10 Jahren fast im Forum mit dabei, auch schon einige Male hier auf dem Treffen gewesen, erstmals mit dem ersten RS6, den es gab, dem C5, dann auch mit dem Nachfolger, den hatte ich ebenfalls einige Jahre, bin ich den gefahren und jetzt seit letztem Sommer habe ich hier den C7. Das ist das erste Auto, den ersten RS6, den ich neu gekauft habe. Und habe dann auch gedacht, komm, da machen wir ein bisschen was Spezielles draus. Deshalb auch in der Außenfarbe Samoa Orange. Und innen dann habe ich mich entschieden, dass ich mit Night Factor aus Hamburg zusammen das Interieur ein bisschen aufwerte. Da haben wir zusammen ein Konzept ausgearbeitet, um eigentlich die Außenfarbe drinnen auch wieder zu widerspiegeln. Mit entsprechend orangen Nähten, die überall angebracht sind. Wir haben alles in Alcantara verbaut. Da sind wir ein bisschen weiter gegangen, als das am Werk überhaupt möglich ist. Gerade mit dem Dachhimmel, mit den Einstiegsleisten. Das sind alles Teile, eigentlich alle Teile, die im Innenraum sichtbar sind, sind veredelt worden. In speziellen Farben, die es am Werk so auch nicht gibt. Das Grau, das ein bisschen heller ist, wie das Alcantara, das standardmäßig verbaut wird. Und dann auch mit dem hellen Leder, was ein Porsche Cream Napa Leder ist, in Kombination mit dem hellen Alcantara, um so auch ein warmes, stimmiges Gesamtbild im Innenraum machen zu können. Weiter haben wir dann auch noch außen am Fahrzeug einige Dinge geändert. Auf der einen Seite sind es die MBA Design 22 Zoll Felgen, die wir draufgeschraubt haben und dann noch ein bisschen tiefer gelegt mit KWG Winterfedern. Das aber auch nur ganz dezent, damit es nicht allzu stark auffällt, dass da was verändert ist. Auch die Auspuffanlage hat noch ein Upgrade erfahren. Da ist nicht mehr die originale Auspuffanlage drunter, sondern mittlerweile steht da die Capristo, die auch ganz schön Spaß macht, wenn es dann mal ein bisschen schneller zur Sache geht. Genau, das wäre so das Wichtigste zu diesem Fahrzeug. Ich hoffe, es gefällt. Ich glaube, das tut es auch. Die Reaktionen heute waren ganz positiv. Das hat mich doch sehr gefreut. Dankeschön und weiterhin viel Spaß.
but no air. I'll leave the young thing alone, but ain't no sunshine.